Liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio, heute haben wir wieder Freeman live aus Sochi bei uns zu Gast im Interview. Er berichtet uns über die Hintergründe dort und wir haben auch noch weitere Fragen an ihn, die sich nicht nur auf Sochi beziehen, sondern eigentlich auf das gesamte Weltgeschehen. Grüß dich, Freeman. Ja, hallo aus Sochi. Heute leider, muss ich euch berichten, war nicht so ein schöner Tag. Im Moment regnet es hier. Also das Wetter hat sich geändert. Die letzten 10 Tage war ja immer herrliche Sonne. Heute regnet es leider. Hast du denn irgendwas Neues noch mitbekommen von den Spielen? Gab es da noch irgendetwas, was jenseits des Mainstreams berichtenswert wäre? Ja, also ich kann nur sagen, die Veranstaltungen sind weiterhin super besucht, also Zuschauermengen en masse überall. Man kann ja auch immer noch, also ich habe fast das Gefühl, die Begeisterung steigt immer mehr. Man kann ja auch an den Ticketbüros überall noch Eintrittkarten kaufen und deswegen kommen immer mehr Leute. Das heißt, ich kann nur sagen, die Stadien sind voll. Auch Sachen wie zum Beispiel, wie heißt das Curling, ja? Ich meine, wo ich am Anfang mit den Russen drüber gesprochen habe, haben sie alle gelacht. Was ist denn das überhaupt, ja? Und jetzt auf einmal sind sie ganz begeistert sogar von Curling, ja? Also es ist sensationell. Das ist schön. Sag mal, du hast doch jetzt sicher auch schon mal Ukrainer kennengelernt, zum Beispiel das Hotel, in dem du jetzt schon eine Weile eingecheckt hast. Da hast du die Person an der Rezeption oder Zimmermädchen, Kellner, so. Was ist denn das so für ein Volk? Was für eine Mentalität glaubst du dort zu spüren, so festzustellen? Ja gut, das meiste Personal sind eigentlich Russen, die hier arbeiten oder Leute aus sogenannten Mittelasien. Also das sind Leute, die aus den ehemaligen asiatischen Republiken kommen und hier arbeiten, ja. Also das ist dann so mehr da hinten in Tadschikistan und so da aus diesen Regionen, Usbekistan und von dort, die also sozusagen Gastarbeiter sind in Russland, ja, die kommen halt, um hier zu arbeiten. Aber sonst das Personal ist eigentlich praktisch nur Russen, ja. Ja, gut. Kommen wir mal zu dem ersten Thema hier. Da geht es um italienische Banker und Regierungsbeschlüsse gegen das Volk, habe ich hier vermerkt. Nämlich rückwirkend zum 1. Februar besteuert Italien jetzt alle aus dem Ausland eingehenden Überweisungen mit 20%. Es sei denn, die Bürger können nachweisen, dass sie keine Geldwäsche betreiben. Diesen Nachweis der Steuerzahler, den sollen dann die Banken führen, was eindeutet, niemand kennt sich besser aus mit Geldwäsche als Banken. Was hältst du denn von dieser Idee? Ja, ich meine, genau davor habe ich ja schon vor langer Zeit in meinen ganzen Artikeln über was Europa blüht, habe ich ja angekündigt, und das ist jetzt ein weiterer Schritt in dieser ganzen Salamitaktik, ja. Die tun schön schrittweise diese ganze Kapitaleinschränkung einführen. Ich meine, wir wissen ja schon, dass seit längerem ein Bargeldverbot ist in Italien. Also man darf keine Zahlungen mehr über 1.000 Euro mehr in Bar machen, sondern nur noch per Banküberweisung. Und jetzt ist der nächste Schritt gemacht worden mit einer 20-prozentigen Steuer auf alle eingehenden Zahlungen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet ja eine Umkehr der Rechtslage. Damit wird jetzt jeder Italiener grundsätzlich der Geldwäsche unterstellt. Also wird ihm unterstellt, dass er Geldwäscher ist. Also das ist ja eine völlige auf den Kopf stellen der eigentlich des eines normalen Rechtssystems, ja. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Dauernd wird von den ganzen Vertretern dieses Systems gesagt, wir leben in einer Demokratie und Freiheit und Rechtssystem. Ist doch überhaupt nicht wahr, wenn jetzt die Beweisumkehr ist, ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, damit kriegt der italienische Staat 20% Kredit, einfach so gratis, ne? Für alle Zahlungen. Ja, im Grunde ist es ja eine versteckte Kapitalverkehrskontrolle, oder? Weil bis man das Geld wieder zurückbekommt, vergeht ja mehr als ein Jahr. Ist das nicht irgendwo eine versteckte Kapitalverkehrskontrolle? Natürlich. Und ich meine, was ja natürlich jetzt passieren wird, wenn ich Italiener wäre und ich erwarte jetzt eine Zahlung, nehmen wir mal an, ich habe ein,
ein Mietobjekt irgendwo und ich kriege immer regelmäßig meine Mietzahlungen oder was immer überwiesen und jetzt wird mir da nur 80% ausbezahlt und 20 tun sie mir gerade enteignen, ja, dann gehe ich doch her und werde dann sagen, ja gut, dann überweist mir das auf ein ausländisches Konto. Ich meine, die Regierung bewirkt doch genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich will. Ja? Wenn sie wüsste, was sie wollte. Ich meine, ist doch logisch, oder? Ich meine, die Leute werden doch reagieren, sie werden ausweichen. Ja, ja, findet immer einen Weg. Und es ist vor allen Dingen auch aus wirtschaftlicher Sicht ganz, ganz schlecht für Italien. Ich habe mir das mal durchgerechnet. Wenn ich 100 Euro nehme und dreimal überweise und jedes Mal 20% abgezogen bekomme, dann bleibt nicht mehr viel über. Nach dem ersten Mal überweisen habe ich noch 80, nach dem zweiten Mal noch 64 Euro und wenn ich das dritte Mal überweise, habe ich nur noch 51 Euro, also knapp 50% davon sind weg. Und unter diesen Gesichtspunkten kann man eigentlich nicht mehr vernünftig wirtschaften oder kalkulieren. Ich meine, gut, das wird ja wahrscheinlich nur auf die einmalige, wenn es vom Ausland reinkommt, Steuer sein. Ich nehme nicht an, dass es innerhalb Italiens auch so ist. Ja, nein. Wenn überall. Deswegen, also, das wird wohl einmal kassiert, wenn man es. Aber das ist ein weiterer Schritt der Enteignung, so wie wir es in Zypern gesehen haben, wo sie die Bankkonten geplündert haben. Wir wissen, dass der Internationale Währungsfonds schon gesagt hat, 10% aller Vermögen einkassieren, ja. Das wird alles kommen. Und was in den sogenannten Peripherie-EU-Ländern passiert, wird auch in Deutschland passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Länder sind alle bankrott. Und sie versuchen nur, einen Weg zu finden, den Bürger auszurauben. Wie kann ich das machen? Und das machen sie schön in Salamitaktik. Ja. Nun gibt es aber vielleicht doch den einen anderen, der Parmigiano, also Parmesankäse oder Serrano Schinken, irgendwelche Leckereien auch ins Ausland gerne vertreiben würde. Und der hat dann schon eher darunter zu leiden. Ja gut, angeblich sollen ja Firmen davon ausgeschlossen sein. Also Firmen, die Zahlungen erwarten, unterliegen nicht dieser 20-prozentigen Enteignung der Zahlung, sondern nur Privatpersonen. Aber das ist ja schlimm genug. Ja. Gut. Dann erstmal danke. Ja gut, die letzte Schweizer Volksbefragung hat einige Wellen geschlagen, allerdings nicht in der Schweiz, sondern im europäischen Nachbarstaaten. Und da sind sehr, sehr freche Äußerungen, eigentlich Unverschämtheiten geäußert worden gegenüber der Schweiz. Da ging es ja um eine Deckelung des Flüchtlingszuzuges. Vielleicht kannst du da nochmal ein Wort zu sagen. Da könnte ich viele Worte dazu sagen. Erstens mal geht es dem Ausland einen Scheißdreck an, was das Schweizer Volk entscheidet. Ja, Nummer eins. Nummer zwei, genauso wie es den Schweizern nichts angeht, was in Deutschland oder in Frankreich entschieden wird. Ja, ich meine, das gilt hier in beide Richtungen. Dann ist es nicht interessant, dass diese ganzen EU-Freaks immer von Demokratie reden, aber wenn dann ein Staat sein demokratisches Recht ausübt, ja, dann geht das nicht, ja, weil das passt ja nicht, ja. Das wirkliche Thema hier ist ja nicht, dass die Schweiz das völlige Recht hat, die Anzahl an Migranten einzuschränken, sondern es geht darum, das Thema ist, warum müssen die überhaupt flüchten, ja? Ich meine, warum bringt man nicht die Länder in Osteuropa, in Rumänien, Bulgarien und wo immer sie alle herkommen, warum müssen die denn von dort flüchten? Da ist doch das Problem, ja? Ich meine, ja, diese Länder bluten doch aus, ja? Ja, weil und wir denen die... Das ist ja auch ein Thema, das ich erst vor kurzem in einem Artikel mit der Überschrift thematisiert habe, wo ich gesagt habe, wieso müssen die Leute aus dem Kapitalismus flüchten, ja? Ich meine, früher hat man gesagt, ja, die müssen aus dem Kommunismus flüchten. Aber jetzt haben sie schon seit über 20 Jahren den Kapitalismus in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und wie sie alle heißen. Da ist doch das Problem, dass die reden nicht über die Ursache. Die reden nicht über die Ursache, dass Leute flüchten müssen aus ihrer Heimat. Sondern sie reden darüber, die Schweizer wollen jetzt die Flut dämmen. Ja, ich meine, das ist ja eine Frechheit, dass die das machen. Und was dann noch ist,
Das ist doch eine absolut demokratische Wahl gewesen und die Mehrheit hat entschieden und was die Mehrheit entscheidet, muss man akzeptieren und fertig. Ja, und manchmal gewinnt man ja ein bisschen den Eindruck, dass der Westen diese ganzen Unmengen an Demokratie nur exportiert in andere Länder, um mal zu gucken, ob es klappt, bevor er sie bei sich selber einführt. Ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich meine, Das war jetzt. also bitte. Die Leute in der EU müssen uns Schweizer doch nicht Lektionen erteilen in Demokratie, wo sie doch keine haben. Ich Ja. meine, die EU ist doch eine Kopie der Sowjetunion. Die wird sogar von Kommissaren geführt, von einem Politbüro, das niemand wählen kann, von einem Parlament, das nichts zu sagen hat. Also es ist absolut genau eine Kopie der Sowjetunion. Ja, mit den ganzen Staaten drumherum, die alle entmündigt sind, die zentral planwirtschaftlich von Brüssel geführt werden. Also man kann das genau eins zu eins eine Kopie der Sowjetunion. Ja, und im Grunde könnte man meinen, dass die Schweiz der letzte demokratische Staat in Europa ist, Und den das Schweiz. stört sie, das stört sie doch. Hey, das ist wie bei Asterix und Obelix, oder? Das ganze Römische Reich wird von Rom aus regiert. Nein, da gibt es noch ein Dorf und so weiter. Und das ist wie die Schweiz, oder? Ah, da gibt es noch ein Land, oder das hat noch Widerstand, das leistet Widerstand. Ja? Ja, Und das ja. muss weg. Das muss weg, das stört sie unheimlich. Ich denke nicht, dass die Schweizer da so schnell einknicken werden, oder? Ja, was heißt einknicken? Leider unsere Politiker, die haben alle kein Rückgrat und knicken laufend ein. Das hat man ja gesehen mit dieser ganzen Aufgabe des Bankgeheimnisses und Freigabe der ganzen Daten und so weiter, was ganz klar ein Gesetzesbruch ist. Und ich verstehe nicht, warum unsere Politiker nicht das Argument gebracht haben, wisst ihr überhaupt, warum das Bankgeheimnis in der Schweiz eingeführt wurde und wann? Das war damals als Schutz vor den Verfolgung der Juden und die Beschlagnahmung der Vermögen durch die Nazis. Deswegen wurde ja das Bankgeheimnis in der Schweiz eingeführt. Wieso haben Sie das Argument nicht gebracht? Das verstehe ich nicht an unseren Politikern. Ja. Das hätte ich nämlich gebracht. Es wird uns ja sonst immer der Holocaust um die Ohren gehauen, oder? Jetzt kann man doch das mal umkehren und sagen, das Bankgeheimnis wurde doch als Schutz der jüdischen Vermögen eingeführt vor der Verfolgung. Daher kommt es ja. Ja? Das wurde ja 1930 oder wann eingeführt. Und das haben sie aber nicht gebracht, sondern sie sind einfach eingeknickt. Ja, was wollt ihr? Ah, kommt, ihr könnt alles wissen, wir schicken euch alle Daten und so weiter. Also es ist unmöglich, was da abläuft. Das Problem ist einfach, dass die Schweiz massiv erpresst und unterdrückt wird. Und das kleine Land ist umgeben von diesem Riesenmeer an undemokratischen Moloch, der dauernd Druck ausübt. Ja. Es gibt ja jetzt Umfragen, dass ja auch in Deutschland die Leute immer mehr die direkte Demokratie wollen, ja, und die Mitbestimmung wollen und mitreden können, dass sie mitreden können und all das. Das ist es ja, dieses Beispiel, dieser Leuchtturm in dieser riesigen Dunkelheit, die überall herrscht. Dieser Leuchtturm muss weg. Das darf sein, Aber auch dieses das Beispiel. Know-how. Aber auch das Know-how von den Schweizern, denn die Schweizer, die wissen, wie man mit Demokratie umgeht. Die haben das seit über 100 Jahren praktiziert. Hier in Deutschland sind die Leute viel zu dullig und gehirngewaschen oder in anderen Ländern, um überhaupt vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Siehst du das Also auch so? wenn eines sind die Schweizer nicht, und das waren sie noch nie, das ist obrigkeitshörig. Ja? Und das geht ja zurück mit den Kämpfen gegen die Habsburger, ja, die auch versucht haben, das Habsburgerreich hat ja auch versucht, das Habsburgerreich ist ja praktisch der Vorläufer von der EU, oder? Und die haben ja auch versucht, die Schweiz zu kassieren.
Und die Schweizer haben sich einfach nicht unterdrücken lassen und beherrschen lassen von Habsburg. Und deswegen ist eine irrsinnig lange Tradition der Mitbestimmung, dass man sich nicht von oben regieren lässt, ja, und so, und die ist schon lange da. Deswegen ist es ja auch eine Frechheit, wenn dann zum Beispiel deutsche Fernsehkommentatoren sagen, die Schweizer wären dumm. Also wenn einer dumm ist, dann sind es all die, die in der EU leben. Die sind völlig dumm, dass sie sich von Brüssel diktieren lassen. Und nicht die, die das Recht auf demokratische Wahlen ausüben. Wieso sind die dumm? Also bitte, ist ja völlig verkehrt. Ja? Wenn das alles so überzeugte Europäer sind, dann müssten sie eigentlich wissen, dass der erste Schritt zu einem geeinten Europa ist, dass man die nachbarlichen Entscheidungen respektiert und nicht angreift und kritisiert. Das ist einfach eine Unverschämtheit und das geht ihnen nichts an. Basta. Wenn die Schweizer so und so entscheiden wollen, dann haben sie das Recht dazu. Und dann hat ihnen von außen niemand reinzureden. Das ist eine schlichte... Außerdem ist es ja so, dieses Gesetz oder diese Initiative, ja, die jetzt da die Mehrheit bekommen hat, betrifft ja das sogenannte Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und die EU. Und da drinnen gibt es eine sogenannte Guillotine-Klausel. Die Guillotine-Klausel bedeutet, dass wenn zu viele EU-Bürger in die Schweiz kommen, dann kann die in Kraft treten. Dann gibt es eine Guillotine, dann wird abgeschnitten, zack. Dann heißt es, es sind zu viele da, jetzt müssen wir das drosseln. Ja? Ich meine, man muss sich das vorstellen, das wirkt sich ja unheimlich, dieser Zuzug, der in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich meine, es sind ja 500.000 Deutsche allein in die Schweiz gekommen. Ja? Das wirkt sich ja auf alles aus, auf die Infrastruktur, auf die Hauspreise, Mietpreise, auf den Bauland, wie viel Bauland verbraucht wird, auf den öffentlichen Verkehr und. Dieser irrsinnige Wachstum an Bevölkerung bedeutet ja einen Stress auf die ganze Infrastruktur und das ist nicht mehr auszuhalten. Ja, da muss eine Bremse stattfinden. Es geht doch nicht, dass ganz Europa in die Schweiz flüchtet. Ich meine, das ist wie wenn alle in ein Rettungsboot wollen, dann sinkt es einfach weg. Ja? Und vor allen Dingen, die haben ja ihren eigenen Dampfer vorher selber versenkt, die Schwachköpfe. Ja. Ich meine, der Krieg kommt immer zu einem zurück, sei es in Form von Brutalität, sei es in Form von Polizeigewalt oder sei es in Form von Flüchtlingen, die man geschaffen hat. Das ist ein... Ich meine, da geht man her und redet, ja, die Schweiz ist jetzt nicht humanitär, weil sie die Leute nicht reinlassen. Soll ich euch sagen, was nicht humanitär ist? Dass man ihnen nach 20 Jahren, ne, es sind ja über 20 Jahre jetzt schon der Kapitalismus in diesen ganzen Ostländern, dass man ihnen heute immer noch nicht Lebensumstände bietet, damit sie in ihrer Heimat bleiben können. Das ist das Thema. Nur das wollen sie nicht anpacken. Ja, ja natürlich, aber wir packen es an. Ich würde gerne nochmal auf die Medienkampagnen gegen Russland und Putin eingehen. Ich sehe hier nämlich ein gewisses Risiko. Ich werde es mal kurz aufzählen. Erst haben sie die serbische Führung dämonisiert und dann haben sie Serbien zerstört. Dann hat man Osama bin Laden, ein Saudi übrigens, dämonisiert, aber der war dummerweise gerade in Afghanistan, also haben sie Afghanistan platt gemacht. Dann haben sie den Saddam Hussein schlecht gemacht und heute haben wir einen zerstörten Irak mit ungefähr 1,2 Millionen Todesopfern. Dasselbe in Libyen, erst Gaddafi, dann Libyen. Oder jetzt in Syrien, erst Assad und dann wird die Zivilbevölkerung abgeschlachtet. Schon so an die 100.000 tote Zivilisten haben wir. Und jetzt wird also Putin auch diesem Verfahren unterzogen. Deswegen ist die Frage, wird jetzt vielleicht in absehbarer Zeit womöglich ein Angriff des Westens auf Russland erfolgen, mal davon abgesehen, dass Russland ohnehin die ganze Zeit unaufhörlich angegangen wird durch Extremisten im CIA-Auftrag wie dieser Doku Umarov oder jetzt diese Aufstände in der Ukraine, die auch von Europäern und den USA angezettelt wurden. Also könnte man sagen, Russland steht unter Beschuss. Natürlich, und das schon lange. Es ist ja so, das große Schachspiel
Und da muss man ja nur Brzezinski lesen, oder? The Grand Chessboard, sein Buch, schon ziemlich alt, aber immer noch aktuell. Das große Schachspiel ist, die Königin zu töten, das ist China, und den König zu töten, und das ist Russland. Das ist das große Schachspiel. Das sind dann diese Nebenschauplätze in Afrika, im Mittleren Osten, in Asien und überall, was da abläuft. Es läuft ja schon seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein Kampf gegen Russland, ein Krieg gegen Russland auf vielen Ebenen. Und den hätten sie ja fast gewonnen gehabt mit dem Jelzin, oder? Ich meine, der Jelzin war ja voll unter der Kontrolle des westlichen Banken, Finanzkapitals, oder? Und dadurch wurden ja das ganze Volksvermögen von Russland billig aufgekauft. So entstanden auch die ganzen Oligarchen, oder? Weil sie ja vom Jelzin diese Öl und Stahl und Aluminium und ich weiß nicht was alles Industrie geschenkt gekriegt haben, oder? Für ein Apple und ein Ei. Und so wurden die alle über Nacht Milliardäre. Zum Beispiel dieser, ich finde es eine Unverschämtheit, wie dieser Cholakowski in Berlin empfangen wurde. Ich meine, das ist eine unglaubliche Sache. Denn was natürlich nie erzählt wurde, ist, wie ist der überhaupt an seine Milliarden gekommen, oder? Ich meine, der hat Folgendes gemacht. Der hat Offshore-Firmen gegründet im Westen und hat dann Öl, russisches Öl, zum gleichen Preis, wie es produziert wurde, an diese Offshore-Firmen verkauft. Und die Offshore-Firmen haben das dann teuer an den Westen verkauft. Und das heißt, die Spanne, die Gewinnspanne blieb dann in diesen Offshore-Firmen. So hat er das ganze Geld geraubt. Ist ein klassischer Trick. Ja, und deswegen wurde er auch dann angeklagt, weil er das ganze Volksvermögen gestohlen hat. Außerdem hat er Mordaufträge gegeben, hat Gegner beseitigen lassen und so weiter und so weiter. Und so jemand wird im Westen als Held gefeiert? Ich meine, das ist ja völlig absurd, was da abläuft. Ja? Ich meine, das Die ist ja nicht zu fassen. Julia Timoschenko aus der Ukraine, die ja dort einsitzt, die wird ja auch vom Westen hofiert und der kann man ebenfalls Mordaufträge oder mindestens einen Mordauftrag nachweisen. Und die hat auch jede Menge Dreck am Stecken. Also die gefällt den westlichen Reportern auch sehr gut. Ja, natürlich, weil das sind alles vom Westen gestützte Marionetten, die halt dann, wenn sie an der Macht sind, die Befehle aus Washington und Brüssel, London und Paris dann ausführen, halt wie üblich, oder? Und wenn natürlich dann Patrioten, oder? Lokale Patrioten, wie zum Beispiel der Putin und andere, hergehen und sagen, also dieses Ausrauben des Volksvermögens, das können wir ja nicht tatenlos zuschauen, ja. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Wenn Sie dann intervenieren und diese Leute dann aus dem Verkehr ziehen, dann sind Sie die Bösen, ja. Ich meine, aber so ist es. Ich meine, wo der Putin 2000 zum Präsidenten gewählt wurde, hat er all diese falsche Politik vom Jelzin dann zurückgedreht. Und er hat eigentlich verhindert, dass Russland keine Kolonie des Westens wird. Und das ist der Grund, warum sie ihn so anfeinden. Deswegen tun sie ihn schon seit über 10 Jahren mit Dreck bewerfen. Dabei hat er Russland gerettet. Ja, er hat aber nicht nur Russland gerettet, sondern wenn die Geschichte, ich möchte nur daran erinnern, was im Herbst passiert ist mit Syrien. Wir standen doch vor einem Krieg. Wir standen doch vor einem Krieg. Die Amerikaner wollten doch Krieg in Syrien. Und dann hat der Lavrov, der Außenminister von Russland, diese Idee gebracht mit der Ausliefern von den Chemiewaffen, ja. Und dann war plötzlich das vom Tisch. Also für mich war das wie ein Wunder. Wir Ja. standen 5 Minuten vor einem Angriffskrieg. Und der hätte aber weltweit Auswirkungen gehabt. Ja, um das mal kurz zu verdeutlichen, hätten wir Syrien angegriffen, dann hätte der Iran Syrien beispringen müssen.
denn der Iran ist verbündet mit Syrien. Der Iran wiederum ist mit China verbündet. Also wäre China ebenfalls in den Krieg eingetreten und China ist mit Russland verbündet. Deswegen wäre auch Russland in den Krieg eingetreten. Und dann hätte es natürlich zweifellos geknallt. Die Hezbollah im Libanon involviert und wie sie alle heißen, dann wäre es richtig rund gegangen, ja. Aber ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie die ganzen Typen von ZDF und ARD und auch von den amerikanischen Fernsehsendern, die sind ja im Dreieck gesprungen und haben gesagt, jetzt haben wir unsere Kameras schon aufgestellt und alles und unsere Journalisten sind parat und da gibt es keinen Krieg. Das ist ja eine Frechheit, ja. Die waren ja total aus dem Häuschen, dass es keinen Krieg gibt. Die Kriegsberichterstattung ist eben letztlich nicht die heilige Kuh, das sind die Nachrichten, sondern die goldene Kuh der Medien. Das ist eine unheilige Allianz zwischen Militär- und Nachrichtenjournalismus. Da gibt es heute Embedded-Journalisten, aber das ist also ein übliches Prinzip, dass Journalisten da immer mit reingezogen werden. Und die wiederum, die freuen sich, wenn es Krieg gibt, weil sie dann richtig viel Geld kriegen. Und genau, und das war, da hatte Putin einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen kam es nicht zu einem Krieg und so weiter. Also eigentlich ist ja der Putin genau das, ich meine, er mag, was weiß ich, für Fehler haben, wäre schon perfekt, aber eins hat er gemacht, erstens mal hat er Russland vor den Heuschrecken gerettet, von der Ausplünderung und zweitens hat er schon mehrmals Kriege verhindert, ja, im Gegenteil, also wenn ich Putin wäre, würde ich noch ganz anders auffahren, ich würde den Amis richtig eins in die Schnauze hauen. Weil eines müssen wir kapieren, die Amerikaner verstehen nur ein Wort und das heißt fuck off. Die verstehen das andere, alles andere verstehen die als Schwäche. Ja, das ist leider so. Das haben wir doch an der Kuba-Krise gesehen. Die stellen in der Türkei Raketen auf, ja, vor der Nase der Russen und wo dann Moskau sagt, also wenn das so ist, dann stellen wir halt Raketen in Kuba auf. Ich meine, das ist ja auch eine Unterschlagung der wahren Geschichte. Im Westen wird so getan, als wenn die bösen Russen Raketen in Kuba aufgestellt haben. Das war doch nur eine Reaktion gegenüber den Raketen, die in der Türkei aufgestellt wurden. Nur der Teil wird ja unterschlagen in der Geschichte. Den erzählen sie uns ja nicht, ja? Und wo dann die Russen gesagt haben, okay, dann stellen wir halt Raketen dann auf einmal haben die Amis Angst gekriegt. Dann haben sie plötzlich klein beigegeben. Auf einmal gab es dann eine Einigung und plötzlich kam es zu einer Abrüstung. Ja, ich meine, wenn man sich diese, ich kenne die ganze Geschichte sehr gut, weil ich selber erlebt habe in den 60er Jahren, die Amerikaner waren damals bereit, einen Erstschlag gegen die Sowjetunion zu führen. Dazu waren sie bereit. Und ein sehr guter Film, der diese Hysterie darstellt, ist die vom Stanley Kubrick, Dr. No oder Dr. Irgendwas, Strangelove und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ich meine, kennt ihr den Film? Der zeigt ganz genau, wie damals die Meinung des Militärs damals in Amerika war. Und die hat sich bis heute nicht geändert. Der große Feind ist Russland und daher muss vernichtet werden. Und deswegen diese ganze Sache, diese auch gegen die Olympiade. Und es ist ja nicht die erste Dreckschleuder gegen Olympiade. 1980 wurde ja auch die Olympiade in Moskau boykottiert und schlecht gemacht. Jetzt machen sie es wieder. Ich meine, das gehört alles zu dieser Verteufelung, Schlechtmachen, um die Menschen im Westen auf den Krieg vorzubereiten. Ja, natürlich. Dabei, wenn sie hierher kommen würden und würden sehen, dass die Russen ganz liebe Menschen sind und genauso nur eines wollen. Sie wollen ihre Familie haben, sie wollen ihre Kinder großziehen, sie wollen Frieden, sie wollen glücklich sein. Sie wollen all das genauso wie alle anderen Menschen auf der Welt. Und dieses ständige Schaffen von Feindbildern, ja, ich meine, unsere Medien, ob das jetzt Fernsehen oder Film ist oder sonst was, die sind ja dauernd programmiert, Feindbilder zu schaffen. Ich meine, früher waren es die Deutschen, das waren die, ich meine, jeder zweite Hollywood-Film war ja ein Deutscher der Böse. Ne? Danach waren es die Kommunisten, die Russen,
die Sowjets. Das war das Feindbild. Ne? Und dann, und jetzt hat sich das gewandelt, jetzt sind es die Araber, die Islamisten und ich weiß nicht was, das ist das nächste Feindbild. Ne? So werden dauernd Feindbilder geschaffen. Das ist typisches Orwellsch. Orwellsches Denken. Ja, und man muss auch mal überlegen, diese ganzen Entscheider da in der US Army, die haben ja doch einen Einfluss auch auf die Regierung, den Kongress, die haben ja alle mal so diese Grundausbildung durchlaufen. Und bei dieser Grundausbildung wird man einmal gebrochen. Man bekommt im Grunde sämtliche Hemmungen aberzogen. Das heißt, man wird zu einer hemmungslosen Tötungsmaschine. Und wenn die dann ihre Einsätze überleben und Karriere machen, mit Orden behängt zurückkommen, dann wandern die immer weiter nach oben und nehmen diesen psychischen Schaden im Grunde in die Entscheidungsebene mit. Und da liegt bestimmt auch einer der Gründe, dass sie so dermaßen kriegsgeil und eigentlich verrückt sind im Kopf. Ich meine, wenn man die ganze amerikanische Geschichte zurückguckt, dann geht es ja mit den Feindbildern noch weiter zurück. Wer war denn der allererste, das erste Feindbild für die Amerikaner? Wer? Das waren die Indianer. Die wurden ausgerottet. Das heißt, die heimische Bevölkerung wurde vertrieben und massenabgeschlachtet in Amerika. Ja, die Indianer. Da fing es ja schon an. Nicht? Und dann wurden sie in Reservate eingesperrt, wo sie dort versauen. Und das heißt also, diese aggressive Politik, die ist ja schon von Grund auf in dieser ganzen Kultur drinnen. In der europäischen Kultur. Letztlich sind es ja Europäer. Und die Europäer, die sind ja auch, sobald sie in der Lage waren, größere Seereisen, Handelsreisen zu bewältigen mit ihren Schiffen, sofort in die Welt hinausgestochen und haben dort alles unterworfen und kolonialisiert, was sie kriegen konnten. Es ist ja auffallend, es gibt keine buddhistischen Imperien. Es gibt auch keine buddhistischen Kolonien. Es gibt auch keine muslimischen und es gibt auch keine hinduistischen. Es gibt nur christliche Kolonialherren und Kriegstreiber. Das muss man mal an dieser Stelle sagen. Natürlich. Und was haben die Briten für fiese oder überhaupt die Europäer für fiese Tricks angewendet? Ich möchte nur an die mehreren Opiumkriege, wo sie den chinesischen Bevölkerung gratis das Opium gegeben haben, um die ganze Gesellschaft zu korrumpieren und lahmzulegen. Ja, haben sie mit Drogen vollgepumpt. Ja, ich meine, das ist westeuropäische Politik. Ich meine, die Verbrechen, die Europa und Amerika schon seit hunderten Jahren begeht, in Südamerika, die ganze Inkas und Mayas und alles ausradiert. Das ist nicht zu fassen, die Verbrechen. Und dann wagen die, irgendwas zu sagen. Ich könnte ihnen den ganzen Tag lang eins in die Gosche hauen. Okay, ich kann das verstehen. Noch ein letztes Wort zu Putin. Ich habe mal gehört, dass er ungefähr 200 Millionen Russen das Leben gerettet hat durch seine Entscheidung. Die wären sonst wirklich verhungert. Ja, also dieser Mann hat wirklich Großes geleistet. Ich denke, wir könnten mal langsam zum Schluss kommen. Ich danke dir erstmal herzlich für das Interview, Freeman. Und es wäre schön, wenn wir in den nächsten Tagen noch ein paar machen könnten, wenn du die Zeit dazu hast. Ich kann nur eins sagen. Ich hoffe, dass die Zuhörer den ganzen Schrott, den sie aus den Medien hören, ganz, ganz kritisch betrachten. Und wirklich auch denen mal zurückschreiben in Form von Kommentaren und Leserbriefen und was weiß ich, was man alles machen kann. Und einfach sagen, hört auf mit dieser ganzen Lügerei. Es ist nicht mehr auszuhalten, was ihr uns tagtäglich an falschen Informationen bringt. Und es ist ganz klar eine riesen Agenda dahinter, um dieses Thema den Leuten in den Kopf zu pushen, ja. Ich meine, ich werde auch jeden Tag mit Mails bombardiert. Ja, aber in der Zeitung habe ich das gelesen und in der Zeitung habe ich das gelesen. Erstens einmal, ich bin ja nicht hier als Botschafter Russlands oder was, sondern ich tue ja nur erzählen, was ich sehe, ja. Und ich sehe in dem Sinn nur Gutes und es funktioniert alles. Sie haben
einen tollen Infrastruktur gemacht, den Leuten geht's gut, sie haben Spaß an der Freude, die Spiele laufen perfekt ab, die ganzen Stadien sind voll mit Zuschauern und so weiter. Also was will man denn mehr? Ja, was soll ich? Soll ich denn auch erfinden? Soll ich auch wie Sie Zeug erfinden oder was? Ja. Das hast du gar nicht nötig. Du hast genug Wahres, was du den Leuten mitteilen kannst. Ich meine, das Gleiche ist ja mit dem Iran, war ja auch diese Riesenpropaganda und deswegen bin ich auch dorthin und habe mir das selber angeguckt. Ich bin der Meinung, die Leute sollten grundsätzlich die ganzen Medien boykottieren, denn die sind echt schlimm, und sich eine eigene Meinung bilden, am besten, indem sie die Länder bereisen. Setzt euch in den Flieger, guckt euch die Länder an, macht eine eigene Meinung und tut nicht immer aus dritter Hand irgendwelche Meinungen übernehmen, ja, die man euch da eintrichtet. Das war ein schönes Schlusswort. Nochmals vielen Dank nach Sochi und ich freue mich schon auf das nächste Interview. Bis bald, Freeman.